ist die Sternschanze, beziehungsweise genauer gesagt Sternschanze vor Günnis Fisch. Frischfisch, Verkauf und Restaurant. Das Ganze ist am Schulterblatt 10. Denn in der Schanze kann man nicht nur gut feiern, sondern auch richtig lecker essen. Wenn wir mal schauen, hier diese Auslage allein schon. Ich dachte immer, Fischimbiss ist dann sowas, da holen sie aus irgendeinem Kühlschrank irgendwas raus und dann wird es irgendwie ein bisschen nett paniert und ab dann auf den Tisch. So ist es hier nicht. Hier haben sie eine komplette Fischauslage mit allem drum und dran. Zum Beispiel hier Lachsforellen sind mit dabei, Dorade ist mit dabei, richtig schöner norwegischer Lachs, Austern sehe ich hier sogar. Also es macht so schon Spaß, in diese Auslage zu gucken. Und jetzt gehen wir mal in den Laden rein, wie es da dann ist. Mittelmeer-Flair, wenn wir hier reinkommen, finde ich. Das ist so wie in so einer Nicht-Touristen-Lokalität, die man irgendwo in der Türkei oder so findet, wo eben halt das der Geheimtipp ist und da gehen alle Einheimischen essen, nur die Touristen wissen es nicht und gehen halt in die, die draußen groß was haben. Also das Günnis definitiv ist erst, wenn man reinkommt, so richtig schön. Und dann sehen sie so hohe Stuckdecken vor allem auch und überall so Malereien von Fischen. Kommt mir wirklich so ein bisschen vor wie im Urlaub. Und jetzt schauen wir mal, was es hier so alles im Angebot gibt. Guten Tag. Ach. Sie haben hier ganz, ganz frischen Fisch vorne liegen und der wird wie gemacht? Der wird vom Tresen gleich auf den Grill gepackt. Kommt keine Panade drauf? Nein, wir panieren nicht. Unser Fisch bleibt Natur. Natur, naja, nicht ganz. Er ist ja zumindest... Nein, das wäre ja auch schön. Aber wir haben ja noch einen kleinen Becken hier unten, da schwimmen ab und zu auch mal Fische drin. Wo? Da unten? Ja. Aber gerade ist es leer. Über Weihnachten hatten wir da Forellen gehabt, Karpfen gehabt, Schlei gehabt, alles frisch. Und dann kaufe ich das direkt aus dem Becken raus? Ja, da fischen wir das raus. Sie zeigen mir, den möchte ich haben und den fischen wir dann da raus. Das ist ein Schritt, den ich, glaube ich, nie gehen würde. Das könnte ich, glaube ich, nicht. Das konnte ich früher auch nicht, nachdem ich den ersten Karpfen geschlachtet habe bei Böttcher. Dann habe ich gemerkt, dass der Fisch gar nicht warm ist drin, sondern kalt. Dann ging das eigentlich. Okay, da sehe ich schon, da werden die ersten leckeren Stücke auf den Grill gelegt. Der Grillmeister steht parat. Und was mir hier vor allem auffällt, ist, es riecht nicht nach Fisch. Wir kommen hier rein und es riecht nicht dieses typische, okay, jetzt bin ich in einem Fischgeschäft, sondern es riecht angenehm einfach, es riecht richtig lecker. Und jetzt schauen wir mal, was er auf dem Grill so zu bieten hat. Oh, was ist das denn? Das ist ja super. Ich sehe da Meeresfrüchte mit einem Fischmix. Aus Rotbarsch, Lenkfisch und Schwertfisch. Und dann haben wir dann die Jakobsmuscheln, die Scampis und die Calamaris als Meeresfrüchte. Fertig. Wow. Ich habe, glaube ich, lange schon keinen so leckeren Mittagstisch mehr gesehen. Und das riecht. Oh, das ist so dieser richtig leckere Olivenölduft, kombiniert dann mit den frischen Fisch, den Kartoffeln. Ich will nicht länger reden, ich will es essen. So, setze mich jetzt einfach mal hin. So. Also, es tut mir leid, ich werde das jetzt an dieser Stelle mal einfach abbrechen, denn ich möchte jetzt hemmungslos genießen. Und Sie wissen, wie das ist, wenn man hemmungslos genießt, dann achtet man nicht so auf die Tischmanieren. Also, wir brechen das jetzt ab, dieses Video. Ich esse das jetzt ganz einfach. Und ich sage ganz klar, kommen Sie hier vorbei in der Mittagspause oder abends einfach mal wirklich nach Feierabend oder am Wochenende, dann aber unbedingt reservieren vorher und hier dann richtig schön speisen. Denn das ist alles, aber kein einfacher Imbiss. Hier bekommen Sie richtig leckeren Fisch und zwar kann das meines Erachtens mit jedem Fischrestaurant am Hafen mithalten.